ein schöner Tag. Mit lustigen Eisenbahnen und mal ganz allein mit Papa. Er hat den ganzen Tag im Internet gesucht und dann hat er was Tolles gefunden. Zuerst haben wir ein richtiges Schloss besucht. Papa hat gesagt, das ist die Schwarzburg. Die ist ganz alt, sieht aber aus wie neu. Dann sind wir mit der Fürstenkutsche durch den Wald gefahren, zusammen mit Prinzessin Henriette und Prinz Ludwig. Hier kann man sogar tolle Preise gewinnen, wenn man ganz genau hinschaut. Und dann ging es mit einer sehr lustigen Bergbahn ganz steil den Berg hoch. Da kann man so richtig weit schauen. Papa meinte, mit der Oberweißbacher Bergbahn wurde früher alles Mögliche vom Tal auf den Berg gebracht. Am Ende der Strecke hat sich Papa noch das Maschinarium angeschaut. Da sieht man, wie das mit der Bergbahn so alles funktioniert. Ich habe aber erstmal eine Pause gemacht. Wir sind dann noch im Fröbelwald spazieren gegangen. Hier gab es tolle Klettergerüste und so viel zu entdecken. Papa hat gesagt, der Herr Fröbel ist hier geboren worden und der war der Erfinder des Kindergartens. Endlich haben wir dann auch was gegessen, in einem richtigen Speisewagen. Das war schon sehr cool. Papa hat mir erklärt, dass die Leute hier dafür sorgen, dass auch Menschen, die nicht so gut laufen können, prima überall hinkommen. Und ganz zum Schluss sind wir noch mit einer historischen Eisenbahn gefahren. Die hat sehr viel mit Kräutern und Ölen zu tun. Papa meint, das hat hier Tradition. Ich fand den Tag super. Und vielleicht haben Oma und Opa ja auch mal Lust, mit mir hierher zu kommen. Die müssen ja dann auch nicht so viel laufen.